Hallo meine lieben Freunde! Yo, heute gibt es wieder eine kleine Waffenvorstellung. Diesmal zeige ich euch die PDWR, die, wie ich finde, eine echt gute Waffe ist, aber nicht wirklich oft gespielt wird. Zumindest sehe ich jetzt nicht so viele Leute, die damit rumrennen. Allerdings ist sie wirklich nicht schlecht, sollte man echt mal ausprobieren. Sie liegt vor allem daran, dass sie eine extrem hohe Schussrate hat. Vielleicht nicht ganz so krass wie die Wall, aber die kommt schon gut, ja, gut ran, sag ich mal. Das Wichtigste ist allerdings, dass ihr das erweiterte Magazin erstmal freischalten müsst, um richtig Spaß zu haben mit der Waffe. Ansonsten ist man wirklich nur am Nachladen und ja, man lädt sozusagen dann mehr nach, als dass man eigentlich schießt. Und das ist ein bisschen blöd, muss ich zugeben. Aber jetzt wollen wir erstmal ins Spiel starten. Mal gucken, ob ich hier in eine coolere Squad komme. Ich kann auch hier reingehen. Oh, die sind ja echt. Jetzt ist so der Burner hier. Ach, wir gehen einfach mal hier rein. Und zeige ich euch mal, ob die wirklich so gut ist oder nicht. Ich habe jetzt hier noch die Laserpointer dran. Kann man dann auch halt entscheiden, ob man das braucht oder nicht. Ich finde es mit Laserpointer eigentlich gar nicht mal so schlecht. Allerdings finde ich Leute schlecht, die hier mit RPG auf einen schießen. Das ist ein bisschen sehr schwach, wie ich finde. Da oben ist er. Gucken, ob ich den kriege. Okay. Der war weg. Wow, das war Glück. Ja, ich bin natürlich trotzdem hier heftig am Nachladen. Aber das ist eigentlich normal. So, jetzt kommt der Gegner bestimmt hier irgendwo. Ja. Yeah. Wow. Hoch, hoch, hoch. Komm. Na gut. Aber ich meine mal. 7 Kills, geht ja, geht ja, geht ja, geht ja. Also ich muss echt sagen, dafür, dass hier, ja, es ist, kommt auch voran, man muss halt sehen, auf welchen Server man damit auch unterwegs ist. Denn es sind ja nicht wirklich alle Server gleich, haben nicht alle Server die gleichen Eigenschaften, also Maps meine ich. Weil auf größeren Maps würde ich sie nicht empfehlen. Aufgrund der doch nicht so krassen Reichweite. Okay, der ist anscheinend tot da hinten. Oh, gerade. Oh, das war knapp. Da hätte mich fast... Nein! Ich habe gerade auf F gedrückt. Fuck! Jetzt hat er mich schön gemessert und ich habe... Ja, die Animation verstehe ich auch manchmal nicht. Na ja, gut. Jetzt habe ich das stand irgendwas von Litchi ist eine Pussy. What? Das ist nicht nett von euch. Ja, ist einer von uns. Okay, wo stand der denn rum? Man stirbt ja an sich ja eh so schnell. Auf den Servern ist ja echt. Ja. Lange überlebt man da eh nie. Finde ich. Zumindest. Herrlich. Oh fuck. Sorry. Mal gucken, ob ich gepunished wäre. Okay, er hat mich nicht gepunished. Ein Glück. Dachte echt, dass der andere den messert, aber okay. Umso besser. Na gut, gut ist es nicht, aber. Da sollte man doch lieber mal ein kleines Sorry drunter schreiben. Und der mörsert auf jeden Fall einer. Ist auch echt mutig bei, wenn Teamkill an ist, dass man hier
mörsert, die Wahrscheinlichkeit ja doch relativ groß ist, dass man irgendwie seine eigenen Homies trifft. Aber es soll mir egal sein. Oh, Claymore, schön. Fuck! Die Claymore habe ich nicht gesehen. War gerade ein Gegner. Hat sich wahrscheinlich auch gerade gedacht. Hä? War gerade ein Gegner. Teamkill, danke. Vor allem, ich stand da ganz allein. Warum Teamkillt er mich? Der Depp. 91 ist auch eine richtig fette Waffe. Aber die PDWR, die wollte ich einfach auch mal spielen, weil die nehme ich dann doch in letzter Zeit, also kommt drauf an, halt, ja, auf so wie jetzt wie TDM Norscher Kanäle kann man die echt mal ausprobieren. Das ist ein Sniper. Wow! Hab ich den ja? Hätte auch sein können, dass der Sniper den jetzt hatte. Schönen eigenen. Schönen Teammate abgeschossen. Ich hatte immer das Problem, dass man ja trotzdem noch, also relativ oft nachladen muss. Da muss man sich entscheiden, rennt man jetzt so viel rum und muss damit rechnen, dass man abgeschossen wird. Oder man nimmt sich halt eine, ja, eine gute Pistole mit. 870er. Ist natürlich ein bisschen, naja. Ist halt ne. Ja, ich sag dazu jetzt mal nichts. Zumindest mit 870er auf Hardcore-Servern. Es ist nicht schwierig, jemanden zu killen. Jetzt sterbe ich gerade nur, das ist nicht gut. Konzentration will ich sehen. Leute, was macht der denn da? Mann, 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 Mann. So, jetzt wieder. Da war er. Wuhu! Ich hab mich gerecht. Und ich glaube, ich habe seinen Killstreak verhindert. Das war auch mal nicht schlecht. Oder seinen Killstreak beendet, sagen wir mal so. Und da schießt die ganze Zeit echt einer mit RPGs rum. Finde ich echt ein bisschen noobig. Komm, der hol mal da raus, mal aus seiner. Fuck. Fuck! Ich habe mich gerade so auf den Typen da konzentriert, dass ich den Messerheini gar nicht realisiert habe. Hinter mir. Oh, da ist er ja. So. Wollen wir doch wieder ein bisschen vorsprinten und schon wieder sterben. Oh mein Gott! So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal so richtig schön zu machen. Wow, da hat aber einer echt Glück. Hier kommt einer links, rechts. Also ich bin immer so einer, der sich von hinten erschießen lässt. Nee, der sich, der eigentlich immer zweimal mehr nachlädt, als er vielleicht im Endeffekt muss. Oder als es im Endeffekt ja sein muss, weil vor allem jetzt im Hardcore wurde kein, hey, was macht der? Ach so, da war einer. Okay, ja, da war es wieder. Nachladen und ich wurde erschossen. Mann, Level 5 war auch noch. Oh mein Gott, oh mein goodness. Ah, sind die oben auf dem Turm, oder was? Ach, ich hasse die Leute, die oben auf dem Turm rumeiern. Das nervt.
Wow! Was für ein Luckshot! Also zumindest, ne? Nur angestriffen habe ich ihn. Das klingt irgendwie komisch. Angestriffen. Also muss man wirklich sehen, dass man mit der PDWR flink unterwegs ist. Und doch dann doch relativ nah ans Geschehen rangeht. Weil sie heißt nicht so die übelste Long-Range-Waffe ist. Ist ja einfach mal so. Oder man guckt halt wirklich, dass man... irgendwie genug Abwechslung, also nee, dass die Gegner genug abgelenkt sind. Was war's da gleich, ja? Klingt zumindest so. Und wir haben sogar gewonnen. Oder wir, ja gut, Doktor. Das gewinnen wir schon. Fuck, schon wieder einer von hinten. Vor allem ist der gerade vor mir gespawnt. Die spawnen da alle. Schön, gut zu wissen, dass unsere Gegner vor uns spawnen. Ja, das war's. Geil. Also PDWR auf jeden Fall mal ausbilden. Gut, das Gameplay war jetzt bei der Zellen nicht so gut. Ja, das ist also immer mal irgendwie ein bisschen schwul. Also ich sterbe relativ oft im Team Deathmatch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil ich immer der hier immer schön fleißig hin und her rennt und dann, ja, irgendwie über die ganzen freien Felder rennt und dann von allen Seiten erschossen werde. Aber ist ja egal, auf jeden Fall. Was man, ja, es gibt ja immer solche Waffen, die man vielleicht nicht so oft spielt oder noch nie gespielt hat und dann einmal anspielt und sagt, oh wow, das ist echt nicht schlecht. Und in dem Fall ist es wirklich so mit der Waffe. Ich würde sie euch auf jeden Fall empfehlen, auch auf Metro oder so, also auf den Karten, wo jetzt nicht so eine riesen Range da ist, kann man sie auf jeden Fall mal probieren. Ja, und damit hoffe ich, ihr used sie das nächste Mal PDWR spielen. Ihr habt die dann alle weg, PDWR'd. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Hallo, meine lieben Freunde. Yo, nachgeführte 8-jährige Abwesenheit bei uns. Zumindest was die Battlefield 3 Branche so mit Videos angeht. Kommt jetzt endlich mal wieder ein Video. Denn aus gutem Grund. Ich habe nämlich eine utopisch neue Waffen für mich selbst entdeckt. Oder für mich, ja. Und zwar die L85A2. Echt ein extrem geiles Teil. Ich habe hier sogar was freigeschalten. Die Waffe, die rockt richtig. Und das Beste ist, die hat wirklich, auf, auch auf hoher Distanz ist sie noch genau, verzieht kaum nach oben.